Wir hatten schon die Unterschiede Pflege, Polen, Deutschland, Deutschland, Polen, wo sind die Unterschiede? Alles, wirklich alles sprach für Polen. Wirklich alles. So, jetzt gibt es natürlich auch noch in good old in Germany Rentner und Hilfebedürftige, sage ich jetzt einfach mal so, ja, die jetzt nicht unbedingt ins Altersheim wollen und wollen lieber eine Pflegekraft bei sich zu Hause haben. So. Welche Pflegekraft wird bevorzugt? Eine deutsche Pflegekraft, die zu Hause arbeitet, oder durch eine Agentur, dass eine polnische Pflegekraft nach Deutschland kommt. Das alles und mehr seht ihr jetzt in dem Video. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis gleich. So, herzlich willkommen zurück, meine lieben Besucher. Jetzt zeigen wir ein kleines, kurzes Video. Und zwar, es geht unter anderem, wer hilft uns? Und AOK. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Einmal die Woche darf die 80-jährige Frau Meisnest unter die Dusche. Heute. Sonst wird sie gewaschen. Noch vor einem Jahr konnte sie laufen. Jetzt hat sie den Pflegegrad 5. Franzi Meder und ihre Kollegin sind heute Nachmittag nur zu zweit, verantwortlich für 26 Bewohner. Wenn wir jetzt bei jemandem sind, wo man jetzt zu zweit sein muss, dann fehlt es natürlich woanders. Dann müssen dafür die anderen Leute halt jetzt ein paar Minuten warten. Ja, klar. Ja. Franzi Meder hat eigentlich keine Zeit. Aber sie versucht, sie sich zu nehmen. Für ihre Bewohner. Gertrud Grötzinger hat Kummer. Es geht ums Geld. Ihr Eigenanteil an den Heimkosten ist gestiegen. Von 2.466 auf jetzt 2.766 Euro im Monat. Das Ersparte ist fast schon weg. Man hat halt immer gehofft, dass man den Kindern auch noch was lassen kann, aber da bleibt, je nachdem, wie lange ich noch lebe, da bleibt dann nicht mehr viel übrig oder kaum mehr was. Ich hoffe ja, dass ich nicht nur 10 Jahre leben muss, das wäre mir also schon arg. Aber man hat es halt nicht in der Hand, man muss warten, bis man geholt wird. Also, ich finde es auf jeden Fall sehr traurig, dass die Bewohner noch so einen großen Eigenanteil selber zahlen müssen. Für was gibt es Pflegekassen? Für was zahle ich mein Leben lang in die Pflegeversicherung ein? Geht gar nicht. Wenige Kilometer weiter. Nur noch Frustration bei Burkhard Hähnle. Er arbeitet in einem anderen Heim, ist allerdings kurz davor aufzugeben. Man versucht alles Mögliche zu tun, um die Leute glücklich zu machen, aber meine Kraft langt nicht mehr. Regelmäßig trifft er sich nach Feierabend mit anderen Kollegen. Sie lieben ihren Beruf, obwohl er sie kaputt macht. Immer mehr Druck, immer weniger Zeit für menschliche Zuwendung. Man wird den Leuten einfach nicht gerecht. Es ist kein menschenwürdiges Essen geben, geschweige denn die Pflege, die am Fließband passiert. Und es ist einfach,
es ist ein Stress für alle, für die Bewohner, denen man nicht gerecht wird und einfach, wenn man nach Hause geht, ein schlechtes Gewissen hat. Und darunter leiden natürlich unsere Bewohner, aber und dann, die leiden am meisten drunter, aber ich denke, jeder, wo den Beruf gern macht, dass er auch sehr drunter leidet. Wir machen das ja mit Herzblut und das immer schneller, immer mehr, immer mehr Blödsinn zu tun am Computer und sonst was. Und das Menschliche bleibt immer weiter hinten draußen. Immerhin, zur Unterstützung gibt es die Pflegeversicherung. Die würde 1.995 Euro pro Monat zahlen, wenn die Hänselers einen professionellen Pflegedienst engagiert hätten. Ja. Der Nachteil? Für diese Summe bieten Pflegedienste allenfalls eine Grundversorgung an, morgens und abends. Die übrige Zeit müsste die Frau ihren Mann betreuen, so oder so. Also hat sie sich entschieden, ganz selbst zu pflegen. Auch dafür gibt es Geld, das Pflegegeld. Aber nur 901 Euro, weniger als die Hälfte. Dabei könnte er für eine Tagespflege sogar zusätzlich Geld aus der Pflegeversicherung bekommen. Nach dem Sozialgesetzbuch pro Monat 1.995 Euro. Das macht im Jahr 23.940 Euro. Aber weil es keine Tagespflegeeinrichtung gibt, die ihn aufnehmen kann, spart Kurt Hänseler der Pflegeversicherung dieses Geld. Jahr für Jahr. Ob er doch noch einen Platz bekommt? In einigen Wochen wird seine Frau es erfahren. Die pflegende Ehefrau ist auf sich allein gestellt. Und wer macht das mit dem Messer? Ach, ich mach das mal. Ich glaube, ich mach das schon lange. Ja. Jeden Tag mache ich es halt heute auch noch. Ja. Humor zu haben hilft. Manchmal. Zippt's? Bisschen. Nicht schlimm. Du überlebst. Ja. Das denke ich auch. Ihre Hauptsorge bleibt. Noch immer hat sie keine Tagespflege gefunden. Bisher immer nur Absagen. Wir wollen wissen, wie Kurt Hänselers Pflegekasse das Problem sieht. Die AOK. Doch die lehnt ein Interview vor der Kamera ab. Stattdessen schickt sie eine schriftliche Stellungnahme, in der sie auflistet, welche Vorschläge sie den Hänselers gemacht habe. So wurden zum Beispiel gezielt Tagespflegeeinrichtungen angesprochen und Familie Hänseler empfohlen. Außerdem wurde die Möglichkeit aufgezeigt, dass zur Entlastung und Unterstützung zu Hause ein Pflegedienst zusätzlich zur Tages- oder Nachtpflege in Anspruch genommen werden könnte. Auf dieses Angebot ist Familie Hänseler bisher nicht eingegangen. Was sinnvoll klingt, ist in Wirklichkeit wenig hilfreich. Tatsächlich könnte sie einen Pflegedienst kommen lassen. Um den zu bezahlen, müsste sie aber die Pflegesachleistung in Anspruch nehmen und würde dadurch das Pflegegeld verlieren. Also ihr Einkommen. Das würde sie finanziell in die Knie zwingen. Ich bin stinksauer, denn mein Mann hat das Recht auf eine Tagespflegeeinrichtung. Ich finde es unglaublich, dass mein Mann da nirgendwo aufgenommen wird. Aus meiner Sicht hat hier die AOK eine pflegende Angehörige im Regen stehen gelassen. Es reicht aus meiner Sicht nicht aus, nur eine Tagespflegeeinrichtung zu empfehlen. Die AOK versteht sich selbst als Anwalt ihrer Versicherten. Und da hätte ich durchaus erwartet, dass man sich mit Frau Haug-Hänseler zusammensetzt und eine individuelle Lösung für ihren Mann findet. Denn wenn das nicht geschieht, läuft man Gefahr, dass die pflegende Angehörige selbst krank wird und im Extremfall auch selbst pflegebedürftig durch die Überlastung. Ja, Vitam zurück hier auf meinem Kanal. So, jetzt habt ihr mal gesehen, wie es so in Deutschland abläuft. AOK, Allgemeine Ortskrankenkasse. Ja, die AOK wirbt doch immer. Ihr kennt den Spruch von der AOK? Ich wiederhole ihn nicht. Es tut mir leid, dann kommt mir das Bitter von letzter Woche wieder hoch. So, was sagt uns das schon wieder? Das ist nicht Deutschland. Das ist nicht Deutschland, was ich kenne. Das ist nicht Deutschland, was ich kannte. Ja, das wird schlimmer. Das wird immer schlimmer. Ihr habt schon im letzten Video gesehen. Ja. Nee,
Also nein, das ist nicht Deutschland, was ich kenne. Ja, und aus diesem Grund habe ich auch zu Deutschland gesagt, goodbye. Ja, I vitam Republik Polska. Hier fühle ich mich wohl, hier fühle ich mich sicher. Hier habe ich alles. Alles habe ich hier. Freunde, Freundlichkeit, Verlobte, Arbeit, nette Kollegen. Ja, es ist einfach super hier. Ich melde mich gleich wieder. Und zwar jetzt habe ich in dem nächsten Video ein Interview geführt mit einem Bekannten aus Deutschland, der zu Hause eine polnische Pflegekraft für eine 24-Stunden-Betreuung hatte. So, das Ergebnis des Interviews seht ihr jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, hallo liebe Zuschauer, ich grüße euch. Neben mir seht ihr den Georg. Der Georg lebt in Deutschland und er hat bereits eine polnische Pflegekraft bei sich zu Hause gehabt. Ja. So, Georg, was sind deine Erfahrungen gewesen? Erzähl uns doch mal. Warst du mit der Pflegekraft zufrieden? Ja, die Pflegekraft war sehr gut. Sie hat sehr gut gearbeitet, ohne Probleme. Aber wir hatten das Problem, dass sie keine deutsche Sprache beherrscht hat. Mhm. Und sie war auch sehr empfindlich, wenn wir uns, meine Frau und ich, uns mit jemandem unterhalten hat und sie hat den Namen Goscha gehört. Da gingen bei ihr alle roten Lampen an. Sie war also sehr empfindlich und hat auch manchmal mit uns geschimpft. Es war einfach auf dieser Ebene keine Möglichkeit, dass wir sie weiter beschäftigen konnten. Es ging auch etwas ans Finanzielle. Ja, hätten sie auch so finanziell schwer weiter beschäftigen können. Zwischenzeitlich war sie krank geworden, hatte eine Blinddarmentzündung, musste auch auskuriert worden. Das war sehr ernst, ja. Stand kurz vor dem Platzen. Und ja, wir haben sie dann leider, sage ich, wieder nach Polen zurückschicken müssen. Wie war die, okay, die Verständigung war also schlecht, weil sie kein Deutsch konnte. Das habe ich richtig verstanden, ja? Ja, es hat eigentlich nur daran gehangen, dass sie kein Deutsch konnte und umgekehrt wir kein Polnisch. Okay, aber du lernst ja auch Polnisch. Wir haben auch schon geschrieben. Ja, dein Polnisch ist gar nicht mal so schlecht. Ganz ehrlich, Hut ab. Ich respektiere es. Die polnische Pflegekraft, die du hattest, war das die einzige, die du im Hause hattest oder hattest du schon mehrere? Nein, das war die erste ausländische Pflegekraft, die wir hatten, über 24 Stunden. Wir hatten hier ein Zimmer für sie eingerichtet und es war an für sich so gut. Ich habe gesehen, dass sie ein Buch in der Hand hatte, wo sie Deutsch lernen wollte. Und sie hat sich auch mit ihren Kolleginnen hier getroffen, die in einem Nachbarort arbeiten. Die kamen auch ab und zu uns ins Haus. Wir haben zusammen Kaffee getrunken und die haben untereinander oder miteinander geredet. Und meine Frau und ich, wir haben nur. Ja. Oh. Kannst du das letzte Mal eben ganz kurz mal wiederholen? Weil da war eine Internetstörung bei dir oder bei mir. Ihr habt zusammen Kaffee getrunken und sie haben sich unterhalten, ja? Jo, ja. Auf Polnisch.
auf Polnisch. Und ihr habt natürlich nichts verstanden. Wir haben da nichts verstanden. Nee, leider. Ja, leider. Genau. Die 24-Stunden-Pflege, wie ist das abgelaufen? War die Betreuung deiner Meinung nach hervorragend? War es super? War die Freundlichkeit da? Ja, das war gegeben. Sie war so freundlich und sie kam dann morgens von oben von ihrem Zimmer herunter, hat uns Frühstück gemacht. Sie hat im Haushalt aufgeräumt, sehr gut, wirklich. Die Betten gemacht, fantastisch. Das Besteck eingeräumt in die Schublade, 100% okay. Also war wirklich nichts dran auszusetzen. Sie war da perfekt. Aber wie gesagt, leider die Sprache. Daran ist alles gescheitert. Ja, das ist natürlich übel. Du warst ja auch, ich bin auch mit einer Polin verlobt. Ich meine, ich kenne den Putzwahn der Polinnen. Wenn sie einmal anfangen zu putzen, ja, dann gibt es auch kein Halten mehr. So, die Pflegekraft hat für euch ja auch gekocht, ja? Ja. Mhm. Wie war das mit dem Essen? Gab es jetzt nur polnische Küche oder hat sie sich auch so ein bisschen an eure Wünsche jetzt Nein, sie hat auch Deutsch gekocht und meine Frau hat ihr gesagt, was sie kochen soll und auch welche Zutaten sie machen soll und das hat hervorragend geklappt. Das ist wunderbar. Keine Probleme. So, jetzt sehe ich im Hintergrund bei dir die polnische und deutsche Flagge. Bist du irgendwie ein Polen-Fan? Bitte? Bist du irgendwie ein Polen-Fan? Weil ich sehe bei dir im Hintergrund die polnische und deutsche Flagge. Ach, das habe ich gemacht wegen der Magda, die mich jetzt neuerdings unterrichtet. Ja. Und in meinem Herzen bin ich schon ein halber Pole. Also das heißt, du lernst Polnisch jetzt? Ja. Ja. Wie weit bist du denn mit deinem Polnisch? Kannst du dich schon unterhalten auf Polnisch mit Polen oder noch nicht ganz? Naja, ein paar wenige Sätze, so was man jeden Tag so und miteinander, das könnte ich eventuell, ja. Das ist doch gut, das freut mich. Also du warst praktisch, so wie ich dich jetzt verstanden habe, mit deiner polnischen Pflegekraft bei dir in Deutschland privat zu Hause, sehr zufrieden. Und das hat wirklich nur an der Sprachbarriere gehapert, genau. Ja, weil sie kein Deutsch konnte. Das war mehr oder weniger der einzige Grund, die Sprachbarriere. Gut. Würdest du früher oder später trotz allem noch einmal eine polnische Pflegekraft zu dir nach Hause kommen lassen, wenn sie Deutsch könnte? Ich glaube, da sträubt sich meine Frau dagegen, denn wenn ich mit der polnischen Pflegekraft polnisch reden würde und sie würde nichts verstehen, oh weia. Dann müsste auch deine gute Frau auch polnisch lernen. Ja, wie gesagt, wenn deine polnische Pflegekraft eben der deutschen Sprache mächtig wäre, das war die Frage. Meine Frau hat nie eine Fremdsprache gelernt. Sie kennt außer Deutsch und Pfälzisch nichts. Ich hatte schon mal zwei Sprachen, Deutsch und Pfälzisch. Nein, würdest du jetzt praktisch sagen, okay, irgendwann, ich sag mal so ein paar Jahren, wenn du jetzt selber merkst, es geht nicht mehr ganz so, würdest du trotz allem, wenn du eine Pflegekraft zu dir ins Haus holen würdest, würdest du dir eine Deutsche holen oder doch eher eine Polin? Wenn die Polin Deutsch könnte jetzt. Also nach den Erfahrungen, die wir mit dieser Marco Sada gemacht haben, würde ich sagen, ja, wir würden wieder eine Polin zu uns nehmen. Wir haben das Zimmer
über uns immer noch frei. Da kann jederzeit jemand einziehen. Es ist Dusche, Toilette da, ein Balkon. Und wie gesagt, die in der Nachbargemeinde oder in dem Nachbarort, ja, das sind auch ein paar polnische Frauen beschäftigt, und mit denen kann oder hat sie sich getroffen. Sie ist auch wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Ich habe sie auch schon mal wieder gesehen, und das Verhältnis war freundschaftlich. Und ja, es spricht nichts dagegen. Es war halt leider so, dass es finanziell an unsere Grenzen ging. Ich meine, so 1.100 bis 1.400 Euro im Monat kann man nicht so ohne weiteres verkaufen. Ja, gut, okay. Gut, dass du den Preis genannt hast. Also sagen wir mal, bleiben wir mal bei diesen 1.400 Euro. Ja? Diese 24-Stunden-Pflege, Rundumbetreuung war das ja. Ja. Meinst du, könntest für 1.400 Euro, ja, irgendwo in Deutschland in einem Pflegeheim unterkommen, für 1.400 Euro? Meinst du, das wäre machbar? Auf keinen Fall. Wir sind mittlerweile an einem privaten Pflegedienst angeschlossen. Allerdings kommt da eine Pflegekraft morgens, um meiner Frau beim Waschen und Anziehen zu helfen. Und so vormittags, meistens zwischen 10 und 12 Uhr, kommt eine andere Frau, die uns im Haushalt hilft und auch einkaufen fährt und auch ja, mal Mittagessen kommt. Aber dann ist die nur 2 Stunden im Haus, und der Rest des Tages sind wir für uns. Das heißt also, diese Pflegekraft ist 7 Tage die Woche da? Von Montag bis Sonntag durchgehend? Nein, nur von Montag bis Freitag. Mhm. Und samstags und sonntags kommt nur morgens eine Pflegekraft, die, wie gesagt, meiner Frau beim Waschen und Anziehen hilft. Das ist ja nicht viel. Ne? Das heißt also, von Montag bis Freitag wird eine Pflegekraft etwas über 2 Stunden im Hause für euch da. Das Gute daran ist, dass meine Frau und ich beide einen Pflegegrad haben. Meine Frau Pflegegrad 3, ich Pflegegrad 2. Und wir das mehr oder weniger dann über die Krankenkasse abwickeln können. Das ist ja mal was Positives zu hören dann. Also das heißt, ihr zahlt jetzt auch für die Pflegekraft also keinen Cent dazu. Das übernimmt jetzt alles komplett die Krankenkasse. Ja, bis jetzt ja. Bis jetzt ja. Was meinst du, wie würde das jetzt in Zukunft aussehen? Ja, wenn die Pflegekraft öfters kommen müsste. Hättest du jetzt Angst davor, dass du praktisch dein ganzes Erspartes nur für die Pflegekraft oder für so ein Pflegeheim investieren musst? Bitte, ja. Ich frage nochmal, weil war irgendwo eine Internetstörung wieder drin ist, zu stürmisch, glaube ich, bei euch. Die Frage war, hast du irgendwie Befürchtung, dass du in naher Zukunft oder in weiterer entfernter Zukunft dein komplettes Erspartes, was du hast oder was ihr jetzt habt, jetzt rein theoretisch nur in diese Pflegekraft oder Pflegeheime reinstecken müsst? Ja. Ja, das wäre dann der Fall. Ich meine, so eine polnische Pflegekraft können wir leider nicht über die Krankenkasse abrechnen. Dazu muss ein kommerzieller Pflegedienst dazwischen geschaltet sein. Und das haben wir zurzeit. Jetzt mal eine abschließende Frage. Wenn es eines Tages, und ich hoffe, ja, es ist noch nicht so weit, noch nicht so schnell, dass es noch ein paar Jährchen dauert bei euch, wenn es irgendwann mal der Fall sein sollte, dass es überhaupt nicht mehr geht und ihr müsstet in ein Pflegeheim,
Würdet ihr freiwillig hier nach Polen kommen? Weil das wird ja von der Krankenkasse übernommen alles. Leider nein. Da steht auch meine Frau dagegen, weil sie eben keine Fremdsprache spricht. Und es würde ihr unheimlich schwer fallen, in einem Land zu leben, wo sie nur von einer fremden Sprache berieselt wird, sage ich jetzt mal. Gut, okay. Ich schicke dir nach dem Interview mal einen Internetlink zu einem YouTube-Video, wo du dann polnische Einrichtungen siehst, ja, und es wird Deutsch geredet. Die Pflegekräfte können alle perfekt Deutsch. Wäre das denn eine Überlegung wert? Und es wäre ein Preis, eine 24-Stunden-Pflege. Ja. Jetzt muss ich, glaube ich, lügen. Ich glaube, das liegt bei ungefähr zwischen 1.300 und 1.500 Euro war der Preis. Ja. Eine 24-Stunden-Rundum-Pflege. Ja. Es sind in dem einen Haus, jetzt muss ich auch noch mal kurz überlegen, ich glaube, das müssen jetzt um die 40, die sagen Patienten, ich sage jetzt einfach Mitbewohner, jetzt mal 40 deutsche Hilfebedürftige in dem Haus. Ja. Und in Deutschland habe ich ja erfahren, also pro Pflegekraft heißt es ja 20 Hilfebedürftige. Das heißt, eine Pflegekraft muss sich praktisch um 20 Leute kümmern. So, und das ist ja ein No-Go, das geht ja nicht. In Polen sieht es anders aus. Da ist eine Pflegekraft, ja, die kümmert sich um 3 bis 5 Hilfebedürftigen. Dann aber auch nur, wenn die Hilfebedürftigen wirklich noch Herr ihrer Sinne sind. Ja. Ja, sich auch wirklich frei bewegen können. Nee, das wäre bei uns nicht gegeben, weil sie ja nur alleine für uns zuständig wäre und nicht noch für andere Pflegebedürftige. Ja, und wie gesagt, das kostet ja also weit über 2.000 Euro, ne, so eine Pflegekraft. Hm. 24 Stunden Pflegekraft. Und ja, wir haben die Polin auch noch privat versichert bei der Krankenkasse. Und das war auch ganz gut so, denn sie hatte eine Blinddarmentzündung bekommen und das hat dann diese Krankenkasse bezahlt. Mhm. Also im Nachhinein, so wie ich das jetzt aus dem Interview verstanden habe, du warst jetzt praktisch mit der polnischen Pflegekraft super zufrieden und das Einzige, woran es wirklich gescheitert hat, das war die Sprache, ja? Genau, so war es, ja. Und wie gesagt, sie war sehr empfindlich, kann man ja auch irgendwie verstehen, wenn man seinen Namen hört und weiß nicht, was da über einem geredet wird. Ja. Das kann natürlich sein, man hört natürlich den Namen, ja, und man ist ja zum Arbeiten da. Und ich weiß, die Polinnen sind wirklich sehr fleißig. Ich kenne es von meiner, sobald ich mich so ein bisschen auf der Couch bewege, weil meine 4 Buchstaben ja fast eingeschlafen sind, ich brauche mich nur ein bisschen bewegen, springt sie schon auf, steht vor mir und fragt, möchtest du was trinken, hast du Hunger, soll ich was machen? So, das kennst du von den Polen hier. Die sind sehr freundlich. Ja. Ich sehe das an meiner Magda, mit der ich Polnisch unterrichte. Die ist jetzt 26 Jahre alt und spricht perfekt Deutsch. Auch Englisch und so wie ich rausgehört habe, auch Russisch. Und jede Woche eine Stunde zum Schwartek. Tschechantei. Und das macht schon was aus. Das bringt mir viel. Und ich glaube auch, dass ich da durch hier meine grauen Zellen schon ein bisschen gelockert habe. Ja, natürlich, ja. Mir fällt es nicht mehr so schwer, irgendetwas zu lernen. So, jetzt ist wieder eine Internetstörung. Ja, sehe ich. Jetzt läuft wieder. Ja. Learning by doing heißt das ja. Und es ist klar, ne, wenn man lernt, rostet das Gehirn ja auch nicht ein.
Ja, und wir sind praktisch, wir Menschen allgemein, ja, wir lernen ja nie aus. Wir lernen jeden Tag, jede Stunde minütlich, lernen wir immer wieder was Neues. Ja. So. Gut, dann möchte ich mich bei dir für das kurze Interview bedanken. Ja. Hat mich gefreut. Ja, ich mich auf jeden Fall auch, ja. Ich wünsche dir auf jeden Fall für die Zukunft, ne, das Beste und wir hören uns ja auch noch privat. Ja, das wäre schön. Auf jeden Fall. Ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall.